haben, dass die wissenschaftliche Wahrheit, die jetzt der Corona-Politik zugrunde liegt, Querdenken-Demo in Eberswalde. Dann braucht es jetzt diesen Beweis nicht mehr, der ist geklärt. Es ist einfach ein kleiner Kreis von Wissenschaftlern, hat sich durchgesetzt und verbietet den anderen Wissenschaftlern den Mund. Wir haben Beispiele oft genug mitbekommen, dass Wissenschaftler dagegen gesprochen haben, dass sie alternative Meinungen geäußert haben, dass sie in den Diskurs einsteigen wollten. Dann